Eine Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil, dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Oh, Kacke, jetzt weiß jeder, dass Chris ein Top-Spieler ist. Tom Tucker hat gerade alles versaut. Das ist blöder als damals, als ich mir den Zeh angehauen habe. Ah! Warum passieren mir immer die allerschrecklichsten Sachen? Antwortet mir Typ in der Kiste und Typ am Kreuz. Tja, wir werden jetzt was unternehmen. Wir müssen einen Weg finden, die Wehen einzuleiten, damit Bonnie dieses Baby bekommt. Je eher das Kind da ist, desto eher haben wir unseren Joe wieder. Ja, wir sind nicht vollständig ohne Joe. Wisst ihr noch, wie er nicht in die Sauna mitgekommen ist und wir einen anderen Behinderten finden mussten? Wahnsinn, Seamus. Ich habe dich noch nie so nackt gesehen. Ach, es ist schön, wenn der Stamm mal an die Luft kommt. Was, wie zum Teufel kannst du leben? Man weiß einfach nie, was für Aggressionen manchen Menschen stecken. Wir tragen alle Wut in uns. Wir müssen nur ein gesundes Ventil dafür finden, Chris. Für mich ist das, wie ihr wisst, das Familienbad. Wie lange müssen wir noch hier sitzen? Bis ich nicht mehr wütend bin, ihr blöden, nackten Schweinesäcke! Also, soll ich versuchen, euch so ein Auto hochzuschaffen? Von da unten? Ja? Das würdest du machen? Ich kann's versuchen. Gut, mal sehen, ob's klappt. Tut mir leid, aber ich konnte nur den Stern tragen. Oh, das ist genauso gut. Ich danke dir vielmals. Hey, wenn ich mal was für dich tun kann, dann... Da gibt es tatsächlich was. Unterstützt delfinfreundlichen Thunfischfang. Dann muss ich die Marke kaufen, die 5 Cent mehr kostet. Das kann ich nicht machen. In Amerika sieht's gerade nicht so rosig aus, deswegen sind wir alle so fett. Ich will lieber Eis haben. Nein, Peter, du wirst das aufessen. Du, hey, komm sofort wieder zurück, junger Mann. Tu das nicht. Runter von dem Stuhl, sonst gibt's Ärger. Du bekommst Ärger. Du stellst das Eis jetzt sofort zurück. Ich mein's ernst. Ich mach keine Witze. Ich werd's nicht nochmal sagen. Oh, wenn du diesen Löffel in deinen Mund schiebst, bekommst du großen Ärger, junger Mann. Da, du. Ah? Ah? Ich vermute mal, du wirst jetzt ein viel strengerer Vater, weil du diesen Schnurrbart hast. Naja, Chris, ich werde dich wohl öfter auf den Schoß nehmen und die meisten deiner Fragen mit einer Geschichte beantworten. Aber vor allem wird der Schnurrbart den Leuten verraten, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer miesen Schule war, dass ich gern auf der Straße mit Hochglanz-Pornoheften rumlaufe. So was Hässliches hat sich der Fettsack nicht mehr wachsen lassen seit seinem Pferdefuß. Hey, Peter, weißt du... Oh, das tut mir leid, aber wie oft habe ich dir schon gesagt, schleich dich niemals von hinten an mich ran, weil mich das scheu macht. Da ist Craig Hoffman. Oh, das ist so ein cooler Typ. Oh mein Gott, der ist ja sowas von süß. Und er lässt sich von niemandem irgendwas vorschreiben. Frag ihn doch mal, ob er mit dir ausgeht. Ich meine, du bist die Einzige von uns, die schon mal einen Freund hatte. Hier bin ich wieder. Ich habe noch ein Picknick dabei. Du kannst so gut zuhören. Du bist nicht wie die anderen Jungs. Du kannst so gut mit Tieren umgehen. Also, Stewie, ich wechsle dir jetzt die Windel. Was bedeutet, dass ich deinen Intimbereich berühren muss? Also, ich komme jetzt mit dem Tuch, okay? Das ist nichts Sexuelles. Ich bin jetzt auf Tuchfühlung mit deinen Hinterbacken. Jetzt wandere ich mit geschlossener Hand nach oben. Ich sehe dir in die Augen. Bitte erwidere meinen Blick. Und wir sind fertig. Das war intensiv. Leute! Wisst ihr noch, wir haben gesagt, irgendwas muss diese Situation verursacht haben. Oder irgendwer. Ja? Seht mal da. Oh mein Gott. Peter! Er war das. Was sollen wir tun? Guckt mal, ich hab den BH von dem kleinen Freak. Ich zieh ihn mal an. Ah, der passt sogar ziemlich gut. Oh, da steht ein Name drin. Er gehört mir. Willst du mir das erklären? Siehst du, ich sag doch, es war Mac. Das glaube ich nicht. Der Schritt sieht nicht aus wie eine BMX-Strecke. Du Mistkerl, du hast meine Zeitmaschine benutzt, um deine Barschlampen zu vögeln. Komm schon, so übel waren die nicht. Ich habe doch gesehen, was du angeschleppt hast. Diese Stotterin, das war ein Prachtstück. Wie schmeckt Ihnen das Essen? Lois, es ist köstlich. Ach, zum Donnerwetter nochmal. Peter, warum drehst du die Heizung auf? Lois, die Frau friert, falls du es nicht bemerkt hast. Hey, Brian, Mom hat das Auto. Kannst du mich und meine Freundin zum Hockeytraining fahren? Ich helfe Stewie gerade bei einer E-Mail an Delta. Bitte, Brian. Nutz die Chance, dann sind sie aus dem Haus. Du hast recht. Ich muss es tun. Die nerven mehr als Ameisen bei einem Picknick. Könnten Sie das etwas leiser stellen? Und es ist nicht erlaubt, hier zu grillen. Ich weiß, dass Sie mich verstehen können. Vielleicht könnte Patrick uns ja helfen. Wer versetzt sich besser in jemanden hinein, der dicke Menschen tötet, als jemand, der es selbst getan hat? Ja, gib ihm eine Chance, Joe. So wie ich furchterregenden Teenagern. Früher hatte ich Angst vor ihnen. Aber jetzt weiß ich, dass sie nur missverstanden werden. Hey, Fettsack, gib mir deine Brieftasche. Ich könnte dir meine Brieftasche geben. Aber ich glaube, was du wirklich willst,
ist Liebe. Das ist wahr. Ich nehme mir deine Schuhe.